Das war der Einzige, der gesagt hat, hier bin ich, wenn du ruhst, dann will ich auf dem Wasser laufen. Und ich glaube, das Traurigste an dieser Geschichte ist nicht, dass Petrus einen einzigen Moment des Zweifelns hatte, sondern ich glaube, das Traurigste ist, dass da noch 11 weitere Leute in diesem Boot saßen und die nicht aufs Wasser gegangen sind. Und ich wünsche mir so für unsere Kirche, dass wir einander nicht verurteilen, wenn wir mal einen Moment des Zweifelns haben. Ich wünsche mir, dass wir nicht nur Erfolg feiern, sondern dass wir es feiern, wenn wir Risiko eingehen. Dass wir es feiern, wenn jemand sagt, ich gehe aufs Wasser. Und dass wir einander ermutigen und herausfordern, echt in Bereichen einen Schritt aufs Wasser zu gehen, in dem wir vielleicht nicht damit gerechnet haben.